drei Zinnen in den Dolomiten. Sie zählen zu den markantesten Berggestalten der Alpen. Und seit Generationen messen sich die besten Kletterer an ihren Wänden. Alexander Huber, einer der weltbesten Kletterer, versucht sich ohne Seil alleine an der Hasse-Brandler-Route. Einem Meilenstein der Klettergeschichte. Das war uns bewusst, dass wir hier etwas probieren, was es bis dato noch nicht gegeben hat. Mit Haken und Trittleitern mehr als zwei Wochen im Winter in der Wand, bis hin zum Free-Solo-Alleingang ohne jedes Hilfsmittel in wenigen Stunden. Mit jeder neuen Route wurde an den Nordwänden auch der Maßstab des Klettersports neu definiert. 17 Tage. 17 Tage waren wir in der Wand. Ohne Abstieg. Also für mich war es damals unvorstellbar, dass irgendjemand nur irgendwo annähernd im Bereich des Daches jemals frei klettern könnte. Wenn man die Bilder von der Hasse-Brandler Free Solo sieht, da muss man nicht viel dazu erklären. Es ist klar, sowas ist absolut extrem, in so einer Wand ohne Seil unterwegs zu sein. Die drei Zinnen. Es sind mystische Berge. Obwohl ihre Gipfel schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bestiegen wurden, umgab ihre Grate und Wände, besonders die mauerglatten Nordwände, immer wieder die Aura der Unbezwingbarkeit. Und immer wieder nahmen Felskletterer die Herausforderung an, diesen Mythos zu brechen. Erst durchstiegen sie die steilsten Wände auf den leichtesten Routen. Dann mit verbesserter Ausrüstung und Klettertechnik auf immer direkteren Linien. Und schließlich suchten sie sich bewusst die schwierigsten Passagen zum Aufstieg. Also ich glaube, dass es keine andere alpine Wand gibt, die so den jeweiligen Stand der Kletterkunst repräsentiert hat wie die Nordwände der Drei Zinnen. Die sind in dieser Hinsicht wirklich in der Geschichte des Kletterns einzigartig. Der Traunsteiner Alexander Huber zählt zu den besten Felskletterern der Gegenwart. Doch sein Projekt, die Durchsteigung der großen Zinne Nordwand auf der Direktroute im Alleingang ohne Seil, bedeutet auch für ihn den Vorstoß in einen neuen Grenzbereich. Solo-Klettern ist eine ganz andere Dimension. Also man kann die psychische Belastung beim Klettern mit Seil nicht vergleichen mit dem, was man an psychischer Belastung tragen muss, wenn man Free-Solo unterwegs ist. Da ist einfach die Konsequenz eine ganz andere, sag ich mal, dieses Potenzial. Ein Fehler würde bedeuten, dass man zu Tode kommt. Das gibt es natürlich so beim Seilklettern kaum. Für den Alleingänger sind die ersten Meter oft die schwierigsten. Nicht nur vor ihm, sondern vor allem in seinem Kopf baut sich die Wand auf. In Form von dunklen Gedanken an einen möglichen Absturz, von Zweifeln an der eigenen Stärke, körperlich wie mental. Auf Alexander Huber warten 550 Meter senkrechter bis überhängender, teils brüchiger Fels. Das bedeutet 4 Stunden äußerste Konzentration. Einzig die eigenen Hände und Füße dienen dem Alleingänger als Hilfsmittel und Sicherung. Die faszinierendste, ursprünglichste und gleichzeitig risikoreichste Form des Kletterns.
Frisolo-Klettern ist sicher keine Erfindung der heutigen Tage, sondern gerade am Beginn des Alpinismus war es sogar so, dass selbst wenn man eingebunden war mit dem Seil um die Hüfte herum, als Vorsteiger meistens in einer Frisolo-Situation unterwegs war. Ja, wann's Flügel hetzt. So hatte der Sechstner Bergführer Michel Innerkofler 1879 noch geantwortet, als man ihn nach der Besteigbarkeit der kleinen Zinne fragte. 2 Jahre später löste er selbst das Problem und stand gemeinsam mit seinem Bruder Johann am 25. Juli 1881 als erster Mensch auf der kühnen Felsnadel. Mit der Wende zum 20. Jahrhundert wurden dann die teils mauerglatten Nordwände der drei Zinnen zum Ziel der Kletterer. Als erste wurde 1890 die Nordwand der kleinen Zinne durchstiegen. Sepp Innerkofler aus Sechsten kletterte solo bis knapp unter den Gipfel, stieg durch die Wand wieder ab und vollendete den Weg mit seinem Bruder und einem Gast. Heute ist der Innerkofler Weg der leichteste Anstieg durch eine der Zinnen-Nordwände. Als in den 1920er Jahren erstmals der 6. Schwierigkeitsgrad erreicht wurde, damals die höchste Schwierigkeitsstufe beim Felsklettern, versuchten sich die besten Kletterer aus Deutschland, Österreich und Italien an der mauerglatten, senkrechten bis überhängenden Nordwand der großen Zinne. Schließlich gelang den Italienern Emilio Comici, Giovanni und Angelo Di Mai 1933 die erste Durchsteigung. Die vielen verwendeten Haken und die komplizierten Seilmanöver bei der Erstbegehung hatten für viele nichts mehr mit Bergsteigen zu tun, eher mit einer anderen Art von Gerüstbau. Für manche war damit bewiesen, dass die Nordwand der großen Zinne in Wahrheit undurchsteigbar ist. Nach rund 80 Metern Wandhöhe in der Direktroute hat Alexander Huber den Point of No Return überschritten. Ein Zurückklettern ist nun nicht mehr möglich. Vor seinem Alleingang hatte Alexander Huber die Wand gesichert mit Seil durchklettert, um sich die schwierigsten Stellen einzuprägen. Nun spult er fast automatisch das im Kopf abgespeicherte Kletterprogramm ab. Ist das Maß der Dinge heute für Alexander Huber die Free-Solo-Begehung, so war es Ende der 1950er Jahre für 4 junge Kletterer das Ziel, eine neue, direktere Route durch die Nordwand der großen Zinne zu finden. Auch als wir nach doch relativ kurzen 4,5 Seillängen 1957 zurück mussten, war die Gewissheit für mich, es wird möglich sein, ziemlich klar. Als ich die Postkarte von Dieter Hasse bekam, in der er mich fragte, ob ich bereit bin, an der großen Zinne mit ihm eine Erstbegehung zu machen, da habe ich gedacht, der Mann ist verrückt. Das geht nicht. Die Wand ist einfach gewaltig und überhängend. Wie will ein normaler Bergsteiger da durchklettern? Gemeinsam mit Jörg Lehne und Sigi Löw stiegen Dietrich Hasse und Lothar Brandtler Anfang Juli 1958 in die Wand ein. In ihrer Heimat, dem sächsischen Elbsandsteingebirge, herrscht bis heute eine strenge Kletterethik. Haken werden dort nur zur Sicherung und nicht als Griff oder Tritt verwendet.
Dies hatte die vier zu den besten Freikletterern ihrer Zeit gemacht. Also man kann davon ausgehen, dass damals die Hasse Brandler durchaus eine Pioniertat war, nicht nur in der mentalen Herausforderung, sondern genauso im Gekletterten und was da am Gekletterten gezeigt wurde. Es hat im zentralen Bereich ganz klar die Zonen gegeben, wo sie konsequent die hakentechnischen Mittel eingesetzt haben, um da über diese Überhänge zu kommen. Aber letztendlich das, was das wirklich Schwierige an dieser Hasse Brandler war, das war das Freiklettern. Und da kann man eben davon ausgehen, dass die durchaus im siebten Grad geklettert sind. Und das war richtungsweisend. Trotz der Haken und Trittleitern, die als Hilfsmittel zur Fortbewegung eingesetzt wurden, war die direkte Nordwand, die Direttissima, ein Grenzgang. Gerade mit der damaligen Ausrüstung. Lothar Brandler wusste um die Unzuverlässigkeit der heimischen Seile aus Naturfaser. Das ist so ein Seil, was ihr dabei gehabt habt. Das ist jetzt ein Seil, wie wir dabei gehabt haben. Mhm. Also Hanf, 12 mm, zwei Stück. So. Und wenn ich jetzt an mein Seil denke, in Elbsandstein, das war 16 mm. Und mit diesem Seil, das war an der Mitte so morsch, dass dann, als wir es ausrangiert hatten, Kinder beim Tauziehen es zerrissen haben. Ja. Jetzt habe ich nie einen Sturz gemacht. Ein Sturz hätte gereicht und ich wäre ein toter Mann gewesen. Gott sei Dank hast du dann quasi gute Seile in der Zinne gehabt, da bist du 12 Meter gestürzt. Die waren dann schon besser, nicht? Ja. Eine gute Dreiviertelstunde ist Alexander Huber bereits free solo ohne Seil auf der Direttissima unterwegs. Meter um Meter nähert er sich dem Ende des ersten Wanddrittels. Die Erstbegeher 1958 hatten für diese Strecke noch einen ganzen Tag gebraucht. Gut. Nach einer Stunde erreicht Alexander Huber den einzigen flachen Platz in diesem Wandteil. Dort hatten auch Lothar Brandler und Dietrich Hasse während der fünftägigen Erstbegehung zum ersten Mal übernachtet. Ja, und da klettert die erste Stunde hinauf. Das ist so 200 Meter senkrechter Fels, 10 Seilingen. Und da brauchst du dann eine Pause, weil eine Stunde vollständig konzentriert zu sein, das macht natürlich geistig schon müde. Und da brauchst du eine Pause. Da mache ich dann also 10 Minuten Pause auf dem Band und dann geht es in diesen überhängenden Wandteil rein. Am Abend des ersten Tages war ich mit dem Dieter auf einem Band, direkt unter den großen Dächern. Wir bivakierten und am nächsten Tag war die große Aufgabe vor uns. Und die Nacht über haben wir natürlich zu den Dächern raufgeschaut. Und da war immer die ganz große Frage, ist das überhaupt machbar? Und so habe ich dann so ab dem frühen Nachmittag begonnen, Stück für Stück diese Dächer zu überklettern. Und der Dieter hat von mir oft nur noch die Beine unten raushängen sehen aus den Dächern. Und ich habe mit den wenigen Haken die Sicherungsmöglichkeiten fixiert, auch zwei, dreimal einen Bohrhaken gesetzt, wo nichts möglich war. Wie eine auf den Kopf gestellte Riesentreppe wölben sich die Dächer des zentralen Wandteils über Alexander Huber in den Himmel. Jeder Tritt, jeder Griff verlangt äußerste Präzision. In diesen Momenten höchster Konzentration taucht der Free-Solo-Alleingänger ein
in eine eigene, abgeschlossene Welt. Wenn du in dieser Welt unterwegs bist, dann blendest du wirklich alles aus. Und da kann man auch davon sprechen, dass sie die Welt, die Wahrnehmung reduziert auf die wenigen Quadratzentimeter vom nächsten Klettergriff. Und man kann auch sagen, erst dann, wenn ich den nächsten Griff in der Hand halte, denke ich erst über den nächsten Kletterzug nach. Und so kann ich auch sagen, dass ich diese Dimension der 150 Meter, die ich durchziehen muss, in zumindest machbare, für mich machbare kleine Schritte zerlege. Wenn ich das Ganze im Gesamten betrachte, das 550 Meter hohe Wand, was halt die Hasse Brandler ist, dann wird das so eine übermäßig große Dimension sein, dass du davor erschlagen wirst. Gibt es kein Anhalten, kein Ausruhen. Es sind die Schlüsselstellen der Hasse-Brandler-Route, heute wie damals. Und der Jörg Lehne, als der über das Dach musste, der hat also verzweifelt gekämpft. Ich habe dort auf Handrisstechnik dort das überklettert, den Haken geschlagen, und der Lehne konnte nicht Handriss klettern. Es war also eine schwierige Sache für ihn. Dann führte Lene Löw weiter und wir kamen zu einem ganz großen Band unter einer Verschneidung, die in einen Kamin übergeht. Und dann waren es keine großen Probleme mehr. Auch Alexander Huber nähert sich dem Ende der Überhänge, dem Ende des schwierigsten Wandbereichs im oberen 8. Grad. Doch dies ist keine Sportkletterübung in einem sonnigen Klettergarten. Die Nordwand der großen Zinne ist schattig und kühl, der Fels nicht immer fest. Ohne Seil und damit ohne jede Sicherung quält ständig die Frage, hält der nächste Griff, die nächste Schuppe? Bleibt man Herr seines eigenen Schicksals? Der Ausstieg aus den Überhängen ist an Ausgesetztheit nicht zu überbieten. Unter Alexander Huber gähnt ein 350 Meter tiefer Abgrund. Einfach für mich eines der wenigen Projekte, wo ich mir am Beginn gedacht habe, also ich weiß nicht, ob ich sowas schaffen kann. Und wo ich mir halt langsam erst an dieses Thema hingearbeitet habe, bis es am Ende halt dann als machbar herausgestellt hat. Und immer dann, wenn man das dann erreicht hat, ist ein Schlusspunkt gesetzt worden. Mhm. Man weiß jetzt, es war etwas Außergewöhnliches. Und als nächstes steht vor einem der nächste Berg, das nächste Projekt. Ja, ich meine, es ist dann Vergangenheit und man träumt wieder schon vom nächsten. Denn eines, der erfüllte Wunsch, kriegt automatisch Junge. Also die Öffentlichkeit hat eben sehr intensiv auf diese Begehung reagiert. Ich meine, einerseits, ja, das ist absoluter Wahnsinn, das ist eigentlich unvorstellbar. Ich habe da eben etwas gemacht, was so in dem Sinne doch davon auch nicht gemacht worden ist. Eine Wand dieser Steilheit, dieser Länge einfach so zu durchklettern. Und warum war das so intensiv in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden? Ich habe dieses Bild nicht erklären müssen.
Da hat der Heinz Zack dieses Foto gemacht, wie ich da an diesen einen Griff da mitten in der Wand drin hänge und drunter einfach nur diese Leere. Da muss man nicht erklären, dass das extrem ist. Alexander Huber war nicht der Erste, der mit einem spektakulären Alleingang an den drei Zinnen für öffentliches Aufsehen gesorgt hatte. Musik. 1988 kletterte der damals 26-jährige Salzburger Thomas Bubendorfer im seilfreien Alleingang an einem Tag durch 5 äußerst schwierige Dolomitenwände. Die Nordwände der drei Zinnen machten dabei den Anfang. Bubendorfer war ein Shootingstar der Bergsteigerszene. Alleingänge waren sein Markenzeichen. So hatte er die berüchtigte Eiger Nordwand in 5 Stunden regelrecht durchrannt. Eine Leistung, die ihn schlagartig berühmt machte. An den drei Zinnen jedoch wurde die erste Wand, die 1935 erst begangene Cassin-Führe, in der Nordwand der westlichen Zinne für Bubendorfer zu einem noch größeren Prüfstein. In der Cassin habe ich mir sehr, sehr schwer getan. Das war eigentlich, glaube ich, meine schwierigste Felsallein-Kletterei, die ich jemals gemacht habe, so vom Gefühl her, weil es so kalt war. Und der Druck war natürlich sehr groß. Also ein, glaube ich, 2 Hubschrauber und in jeder Wand waren die Fernsehteams. Und das musste jetzt sein und ich hatte es schon mal verschoben. Die Kletterei wurde zum Medienspektakel. Allerdings wurden bei Bubendorfer keine Szenen später nachgedreht, wie es heute oft der Fall ist. Sein Alleingang fand unmittelbar vor laufenden Kameras statt. Eine schwierige Situation für alle Beteiligten. Das ist unglaublich belastend, wenn du allein in so einer Wand hängst, unsicher. Und da hast du 30, 40 Meter draußen einen Hubschrauber. Also dieses Rotorengeräusch und das bricht sich dann in der Wand. Und ich werde dann immer schon, wenn ich den schon kommen höre, wenn er noch weit weg ist, aber ich höre, jetzt kommt der, dann merke ich schon, wie mir der Puls steigt. Wenn man alles zusammenzählt, das waren die schwierigsten Minuten oder Situationen an dem ganzen Tag oder überhaupt vielleicht in meiner ganzen Kletterkarriere. Weil normalerweise, wenn ich einen Alleingang mache, dann fließt das so richtig. Ja. Aber da ist nichts geflossen. Es waren nur Widerstände. Ja. Das war sehr unangenehm, habe ich das in Erinnerung. Erst in der zweiten Wand, der klassischen Komichi-Führe durch die Nordwand der großen Zinne, gelang es Bubendorfer, die Beklemmung abzulegen. In weniger als 2 Stunden kletterte er durch die 550 Meter hohe Mauer mit Stellen im 7. Schwierigkeitsgrad. Vom Gipfel der großen Zinne flog der Hubschrauber Bubendorfer zurück zum Wandfuß, von wo aus er schließlich auch noch die Nordwand der kleinen Zinne durchstieg. Die Dinge bekommen dann schon sehr oft auch eine Eigendynamik. Und gerade wenn man dann so die Geister alle gerufen hat und dann sind die auch alle da, ja, in Form von Kameras und Sponsoren, es kostet einen Haufen Geld. Und das sind dann schon Faktoren, die man als Profi ins Leben ruft, denen man dann auch nicht immer entrinnen kann. Bubendorfer war einer der Ersten, der es schaffte, sich als Kletterer zu inszenieren und seinen Lebensunterhalt mit seinem Sport zu finanzieren. Weil es ist eine andere Zeit. Also ich sage immer, wir leben nicht mehr in der Zeit von Reinhold Messner. Wir leben in der Zeit von Deutschland sucht den Superstar. Und das fährt natürlich auch auf das Bergsteigen, auf das Klettern ab. Wir haben jetzt sehr viele Sachen gemacht und nicht darüber geredet. Und ein paar wenige haben wir dann natürlich vermarktet, weil wir Profis sind. Ja. Aber heute habe ich das Gefühl, es wird überhaupt nichts mehr gemacht, das nicht vermarktet wird. Erleben Sie, wie Hakenklettern jede Wand möglich machte und wie eine neue Generation mit Freiklettern das Bergsteigen revolutionierte. Gleich geht es weiter.
Klettern als Medienspektakel ist jedoch keine neumodische Erscheinung. Schon 1963 nahm die Öffentlichkeit regen Anteil, als die Sachsen Rainer Kauschke, Peter Siegert und Gerd Uhner mitten im Winter eine Super Direttissima durch die große Zinnenordwand legten. Alles, was Zeit und ein Auto hat, ist auf den Beinen. Jeden Tag. Hunderte, Tausende. Aus Sechsten, Cortina, Toblach und Bozen. Ja, selbst aus Österreich und Bayern kommen Neugierige und Journalisten. Und immer wieder wird fotografiert und gefilmt. Kletterei im Winter kannst du dir ganz leicht vorstellen. 30 Grad minus, mindestens. Rackfäuste und dann Hakenkletterei. Das war ja damals normal. Haken, Steigleiter, Handschuhe aus. Ach, die. Weiß. Wie auf einer Herdplatte. Handschuhe wieder an. Dann hast du Seil eingehangen. Daumen drinnen, Scheiße. Raus, Seil mit heraus. Das geht ein paar Mal hin und her, da verlierst du fast die Nerven. Kerzengerade führt die Route zum Gipfel. 450 normal und 25 Bohrhaken waren zur Erstbegehung nötig. 2,5 Wochen dauerte es. Viele haben da gesagt, da, wie ist das da, wenn du da 17 Tage in der Wand hängst? Das ist eigentlich gar kein Problem für uns gewesen. Wir haben in der Früh die Thermosflasche hochgezogen für jeden, also 3 Rucksäcke. Dann hast du schon mal warm gehabt. Und dann hast du das wieder runtergelassen. Du, da war es schon einmal 2 Stunden später. Und wenn du anfängst mit Klettern, um 4 Uhr war es finster. Nicht? Dann haben wir die Rucksäcke wieder hochgezogen. Das war der Tagesablauf. Die Medien sprachen einmal mehr davon, dass die Grenzen des Menschenmöglichen nun erreicht seien. Während die Akteure von damals die Schwierigkeiten und Härten ihres Unternehmens etwas lockerer sehen. Na, also ich muss sagen, es war recht lustig. Wir haben wirklich, wirklich Spaß gehabt, selbst wo der Uno runtergeflogen ist, 15 Meter, hat er gesagt, so eine Scheiße, kann ich alles nochmal machen. Am 26. Januar 1963 war es soweit. Der Gipfel der 3000 Meter hohen großen Zinne ist nah. Nur noch wenige Meter geht es eine steile Rinne durch lockeren Pulverschnee. Der Gipfel der großen Zinne ist nach 17 Tagen erreicht. Freude in den Gesichtern der drei, welche von den Strapazen der extremen Kletterei gezeichnet sind. 5 Jahre nach der Super Direttissima an der großen Zinne trieben die Allgäuer Gerhard Bauer, Erich und Walter Rudolph das hakentechnische Klettern auf die Spitze. Mit dem 40 Meter ausladenden Riesendach an der westlichen Zinne bewiesen sie, dass mit einem genügend hohen Materialaufwand und besonders mit dem Einsatz von Bohrhaken wirklich jede Felsformation überklettert werden konnte. Ein Unmöglich gab es nicht mehr. Wenn man hochschaut zur westlichen Zinne, dann sieht man als allererstes dieses riesige Dach, diesen riesigen Ausbruch und dann die Zinne einfach so wunderschön, wie die da steht, dass sich das bei mir eingeprägt hat. Und wenn, dann muss man über das Dach mit viel, viel Technik. Das war absolut klar. Und da war für mich, dass vollkommen genauso bedeutend war, dass diese Kletterei damals im Zeitgeist entsprochen hat und mir einfach die Freiheit genommen hat, den Spaß überall zu suchen. Das Kletterproblem war damit ein Ingenieursproblem geworden. Solange Bohrmeißel und Haken hielten,
kam man als Kletterer vorwärts. Man hängt wirklich wie ein Apfel am Baum an so einem ganz kleinen Haken, der vielleicht 5 mm verkeilt ist, und hängt dann wirklich unter dieser Decke total so weit wie möglich zurückliegend. Und das ist das Anstrengende dabei. Es ging den drei Allgäuern nicht darum, die Kletterwelt zu verändern oder sich ein Denkmal zu setzen, sondern, wie Gerhard Bauer meint, nur um eine luftige akrobatische Spinnerei. Nur noch wenige Meter. Der Film in der Kamera geht zu Ende. Aber der Kameramann kann noch filmen, wie der erste Bergsteiger den Rand des Daches erreicht, den Himmel wieder über sich hat. Der entscheidende Augenblick. 1959 hatten die Schweizer Albin Schelbert und Hugo Weber die erste Route am linken Rand des Riesendachs eröffnet. Fast 30 Jahre später, im Sommer 1988, stieg der deutsche Kletterpionier Kurt Albert in die Route ein. Frei. Das heißt, ohne die Haken und Bohrhaken als Griffe und Tritte zu benutzen. Nur mit Hilfe der natürlichen Haltepunkte im Fels wollte er die Schweizer Führer durchklettern. Das Seil bei einer freien Begehung dient dem Kletterer hierbei nur zur Sicherung bei einem Sturz. Diesen Freikletterstil hatte Kurt Albert seit Mitte der 1970er Jahre praktiziert und verbreitet. Indem er bewusst auf Haken zur Fortbewegung verzichtete, war es ihm gelungen, die Kletterkunst auf die nächste Stufe zu heben. Der Kletterer sollte durch Übung sein Können dem Fels anpassen. Nicht der Fels durch technische Hilfsmittel dem Kletterer angepasst werden. Jahre nach seiner Erstbegehung des Riesendachs filmte Gerhard Bauer, wie Kurt Albert zum ersten Mal eine Route in diesem Bereich der westlichen Zinnennordwand frei klettern konnte. Als der Kurt Albert mal die Schweizer Führer freigeklettert hat, war es ja auch klar, es geht nie in diesen total überhängenden Bereich. Die führt ja einfach unterm Dach nach links in eine überhängende Verschneidung und dann senkrecht oben wieder raus. Und da war dann der Moment, dass wir schon gesehen haben, eventuell in die Verschneidungen hinein könnte man freiklettern. Das hat der Albert Kurt auch schon angesprochen. Aber das war auch nochmal eine Dimension, die meilenweit weg war. Es war Alexander Huber, der nochmals 12 Jahre später genau in diese Dimension vorstieß. Im Winter 2000 eröffnete er im Alleingang eine neue Route, die zwischen Schweizer Führer und Bauer Führer durch das Riesendach zog. Dabei kletterte Huber noch hakentechnisch. Auf Bohrhaken verzichtete er allerdings. Die Normalhaken, die an den Fels schlug, waren teilweise so winzig, dass sie gerade einmal sein Körpergewicht hielten.
Als ich diese Erstbegehung im Winter machen konnte, ist bei mir aber auch diese Idee gekommen, Mensch, das schaut ja durchaus nach freigletterbarem Gelände aus. Und genau das habe ich dann eben mit der ersten Rohpunktbegehung der Bella Vista erreicht. Warum ich dann trotzdem Jahre später noch mal zurückgekommen bin, um die Route Panorama zu klettern, das war einfach, dass die Route Bella Vista doch eher im linken Bereich des großen Daches verläuft, nicht so im Zentrum wie die Bauerführer. Und das hat mich eben interessiert, ob es vielleicht sogar möglich ist, im Zentrum dieses riesigen Daches eine freigletterbare Linie zu finden. Ah, ist schon super, die Zinnen da. Die Nordwinde der drei Zinnen, die tragen ja einige Superlative in sich. Es sind wahnsinnig steile Wände und einer der echten Superlative ist aber das große Dach der westlichen Zinne. Und ich heute als Freikletterer habe natürlich das Ziel, genau diesen Dachüberhang frei zu klettern. Es war für mich andererseits nicht möglich, komplett die Linie des Bauerdaches, dieser Bauerführe, zu verfolgen, weil tatsächlich so in dieser direkten Linie es absolut unmöglich ist, frei geklettert zu werden. Aber trotzdem habe ich eben versucht, das Zentrum dieses Daches frei zu klettern. Und das war eben die Grundmotivation hinter der Erstbegehung von der Route Panorama. Gut, dann Bock ist, oder? Ja, alles klar. Mach's gut. In der westlichen Zinnennordwand war Alexander Huber zuvor die Route Bella Vista geklettert. Schon diese Route wies extreme Schwierigkeiten auf, wie sie zuvor nur beim Sportklettern an niedrigen Wänden bewältigt worden waren. Mit seiner neuen Route Panorama will er seine klettertechnische Leistung in der Nordwand der westlichen Zinnen noch einmal steigern. Nach der Free-Solo-Begehung der Hasse-Brandler-Route in der großen Zinnennordwand könnte dies nun der zweite alpine Meilenstein Hubers an den Nordwänden der drei Zinnen werden. Gemeinsam mit Bella Vista zieht Panorama nach links hinaus in das Riesendach. Doch dann wendet sich die Route nach rechts, mitten hinein in die größten Überhänge. Es ist wirklich so, dass das große Dach der westlichen Zinne das extremste Felsgelände ist, das ich je erlebt habe. Und das ist auch das, was die Route Panorama auszeichnet. Es ist einfach wahnsinnig überhängendes Gelände. Und das Erstaunliche ist, dass es tatsächlich möglich ist, irgendwo einen verschlungenen Pfad dadurch zu finden, bei dem es eine zusammenhängende Kette an Griffen und Tritten gibt, die man ja zum Freiklettern braucht. Martin, stand! Okay. Das Gewirr aus horizontalen Dächern und dazwischen liegenden senkrechten bis überhängenden Wandstreifen wird für den Kletterer zu einem Felsenlabyrinth, aus dem er Stück für Stück einen Ausweg finden muss und in dem der Rückweg abgeschnitten ist.
wird es Alexander Huber gelingen, einen kletterbaren Weg durch das gewaltige Riesendach der westlichen Zinne zu finden? Gleich geht es weiter. Ich hab die. Bisweilen gleicht eine solche Erstbegehung einem Schachspiel in der Senkrechten. Züge werden vorausgeplant, probiert, verworfen, neu angesetzt, immer wieder. Alexander Huber und sein Sicherungspartner Mario Waldner steigen mehrmals zu dem luftigen Standplatz inmitten des Riesendachs auf, um die richtige Abfolge von Tritten und Griffen zu finden, welche ein Überklettern der letzten, weit ausladenden Überhänge ermöglichen soll. Es ist ein ständiger Kampf gegen die Schwerkraft. Ja, es ist ja nicht so, dass man das auf Anhieb findet, weil man ja schon weiß, wie man den Fels lesen muss, aber sich nie sicher sein kann, ob jetzt ein eingeschlagener Pfad nicht in einer Sackgasse endet. Und das ist natürlich oft genug passiert. Da klettert man dann rauf und dann folgt einfach nicht der Griff so, wie man ihn erwartet hätte, wie man ihn brauchen würde. Man steht vor einer unkletterbaren Kletterstelle und dann tritt man natürlich die Reise nach unten an, weil man in dieser Sackgasse gelandet ist. Wenn es jetzt zu einem Sturz im großen Dach von der westlichen Zinne kommt, dann ist es auch ganz außergewöhnlich, dass man einfach draußen in der Luft am Ende hängt. Man stürzt ins Leere hinein. Schließlich gelingt es Alexander Huber, auch den letzten Dachüberhang seiner Route Panaroma zu meistern. Insgesamt einen Monat hat es gedauert, bis die Summe der vielen Versuche im endgültigen freien Durchstieg der gesamten Route gipfelt. Mancher Kletterer ist wie ein Künstler, heißt es, der sein Werk nicht aus den Händen geben kann, bevor es nicht völlig rein und perfekt vollendet ist. Also für mich persönlich ist die Panorama echt das Meisterwerk, weil es einerseits im abgefahrensten Gelände, Felsgelände ist, wo man nur klettern kann, nämlich in diesem großen Dach der westlichen Zinne, 7. der größte Dachüberhang der Alpen. Und dann ist es vielleicht die einzige freikletterbare Linie durch das Zentrum des großen Daches durch. Wenn diese eine Linie dann den unteren 11. Grad einem abverlangt, dann ist es natürlich einfach ein Traum, da passt alles zusammen. Mit der Panaroma hat Alexander Huber eine der anspruchsvollsten Sportkletterrouten überhaupt in einer großen Alpenwand geschaffen.
noch ausdauernder und noch athletischer als die bisher schwierigste, von ihm selbst eröffnete Route Bella Vista. Einer der ersten Wiederholer nannte Panaroma eine Route, für die er seine große Vision gebraucht habe. Über die letzten Meter der Nordwand steigen Alexander Huber und Mario Waldner dem Gipfel der westlichen Zinne entgegen. Der höchste Punkt des Berges, früher so oft das eigentliche Ziel von Kletterern, ist jetzt nur noch der symbolische Abschluss. Eine leichte und genussvoll ausklingende Klettertour für Alexander Huber. Er hat sein Ziel, die Vision, eine bisher nicht für möglich gehaltene neue Route erst zu begehen, erreicht. Alexander Hubers Route Panaroma ist der vorerst letzte Meilenstein in der mehr als 150-jährigen Geschichte des Felskletterns an den drei Zinnen. Ist damit die maximale Schwierigkeit erreicht, die ein Mensch im Fels an den drei Zinnen freiklettern kann? Es ist ja für mich auch fast so etwas wie eine Ehre, dass ich so etwas klettern durfte. Fast so etwas wie ein Geschenk. Aber wenn man jetzt glauben wollte, dass das der Endpunkt der ganzen Kletterentwicklung ist, dann ist man natürlich auf dem falschen Pfad unterwegs. Also es wird auch sicher in 20, 30 Jahren das Klettern an den drei Zinnen immer noch maßgebend sein in der Kletterwelt. Und so gesehen kann man natürlich davon ausgehen, dass sich das auch weiterentwickelt. Das heißt, es wird sicher Spitzenleistungen in der Zukunft an den Nordwänden der drei Zinnen geben, von denen wir heute nur träumen. Michel und Sepp Innerkofler an der kleinen Zinne. Emilio Comici und Dietrich Hasse an der großen Zinne. Kurt Albert und Alexander Huber an der westlichen Zinne. In unterschiedlichen Epochen setzten diese Männer Maßstäbe, weil sie nicht an das Unmögliche glauben wollten und es dadurch möglich machten. So stehen ihre Geschichten nicht allein für die Entwicklung des Felsklettens, eine Sportart, die hochspezialisierte Fähigkeiten erfordert. Ihre Geschichten stehen auch für jenen Pioniergeist, der den Menschen antreibt, ihn fordert und fördert, ihn Schritt für Schritt, Zug um Zug weiterbringt. Dies ist nichts anderes als der Motor unserer Evolution.